So, wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt schon mal eine sportliche Stunde unterwegs. Haben heute sportliche 2000 Höhenmeter vor uns. Und sportliche 20 Kilometer. Und genau, heute geht's auf den großen Solstein und den kleinen Solstein. Und das Problem ist, ich würde ja gerne mehr erzählen und ich hätte auch gerne in der letzten Stunde schon mehr erzählt, aber wenn man hier so durch den Wald wandert, dann hat man irgendwie nicht das Bedürfnis, viel zu erzählen und viel zu reden, weil gerade so in den Morgenstunden, 7 Uhr morgens, hat man eher das Bedürfnis danach, einfach mal das Maul zu halten. Ja? Und genau das habe ich jetzt die letzte Stunde gemacht. Und das ist sehr angenehm, das ist sehr angenehm. Aber ja, die Solsteinrunde wird's heute. Schauen wir mal. Vorbei an der neuen Magdeburger Hütte. Jetzt geht's rein ins Wörgeltal und endlich, endlich ist Wald vorbei. Endlich sieht man irgendwas. Es ist schon wirklich frustrierend, so lang immer nur Wald, Wald, Wald. Und leider liegt im Wörgeltal in dieser ewig beschissenen Rinne von kleinen Solstein und großen Solstein Schnee. Und das bedeutet, der Entertainment-Faktor wird massiv ansteigen. Also, eins muss man ja trotz dieser tollen Kulisse hier sagen. Schutt- und Schotterfelder sind mühsam. Nicht 10 Minuten lang, auch nicht 15. Aber so nach einer Stunde wird's nervig. Ach ja. Aber, wunderschöner Tag. Es könnte kaum besseres Wetter sein. Wetter. Bitte. So, und hier hinten, hinter mir jetzt quasi, ist schon der große Solstein. Jetzt haben wir uns quasi durch dieses ganze Schuttfeld durchgekämpft. Puh. Und es war ganz schön mühselig, aber first things first, erstmal zum kleinen Solstein rüber und schauen, ob die Bedingungen das überhaupt hergeben, dass man den jetzt nur besteigt. Weil wie man sehen kann, es liegt schon ein bisschen Schnee. Und das Problem ist, der Schnee ist neu und der Schnee ist warm. Ja, das ist natürlich eine giftige Mischung, wenn es so richtig schön steil wird. Deswegen gilt es hier extra vorsichtig zu sein. Logisch. Aber kleiner Solstein schaut sogar relativ gut aus. Relativ gut. Nicht perfekt, aber relativ gut.
Kleiner Solstein, eine Stunde. Hoffentlich nicht. Das wäre ja echt mühsam. Ah, da vorne ist er. Übrigens für alle Einheimischen, wenn ihr die Geschichte kennt, warum der große Solstein eigentlich kleiner ist als der kleine Solstein, schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ein paar Insider hier dabei sind oder Leute, die Google verwenden können. Ich glaube, man findet es über Google auch heraus. Schreibt es in die Kommentare. Es ist übrigens die erste Bergtour für mich. So richtig, richtige Bergtour quasi. So mit höherem Anspruch, was Höhenmeter und Kilometer betrifft. Weil ich habe ja quasi, ich hatte ja zuerst eine Knieverletzung. Danach hatte ich ziemlich gleich danach eine Achillessehnenentzündung. Ich habe ein erfolgreiches Jahr hinter mir. Aber deswegen ist es umso schöner, wenn man dann natürlich solche Jahre mit solchen Touren wie diesen hier abschließen kann. Mit solchen Monstertouren quasi. Die ja natürlich keine Monstertouren sind, aber auf jeden Fall ganz nett. Aber hin und wieder hat man halt dann auch mal so ein schönes Seil für die exponierteren Stellen, was ich sehr angenehm finde. Das ist wie Service hier. Richtig guter Service. So. Aber deshalb bei solchen Touren immer schön Arschbacken zusammenkneifen und konzentriert bleiben. Da würde ich sagen, wenn man da kurz mal wegrutscht, hat man die Radieschen von unten betrachtet. Es ist alles relativ leicht, aber es ist halt relativ oft extrem exponiert und gerade mit Schnee eine eher ungünstige Angelegenheit. So, bittere Enttäuschung. Das schöne Abenteuer endet hier. Und im Prinzip ist der einzige Grund dafür eigentlich, es gibt hier Schneerinnen, die man rauf muss, was jetzt nicht so das große Problem wäre. Aber es ist Neuschnee und dadurch ist er nicht sehr fest. Und es ist halt hier sehr geröllig. Und es ist leider schon viel zu spät. Und ich habe es jetzt gerade probiert und es ist hier einfach viel zu weich. Also es ist quasi, du hast überhaupt keine Haftung mehr am Schnee. Es ist, also du kannst keine vernünftigen Spuren mehr legen. Und nachdem das relativ steil ist hier, ist das für den Abstieg natürlich suboptimal. Aussicht ist trotzdem schön. Es ist trotzdem nett. Bin trotzdem sauer. Naja. Vielleicht hier auch noch mal so ein bisschen was zum Thema Anspruch loszuwerden. Also wenn das jetzt quasi meine Traumtour gewesen wäre, wenn das die Bergtour gewesen wäre, die ich mein Leben lang vor Augen habe, die mich schon mein ganzes Leben lang interessiert und für die ich 6 Jahre lang trainiert habe oder so, dann würde ich jetzt sagen, ja komm, riskieren. Weil im schlimmsten Fall muss man halt super, super langsam absteigen und jeden Schritt einzeln und für sich und so weiter. Man kennt das ja. Aber wenn quasi am anderen Gipfel die Frau wartet und es eigentlich nur um eine Trainingstour geht, dann die, und ich meine, ich habe ja jetzt hier keinen Aufwand betrieben, um hierher zu kommen. Also ich bin ja von zu Hause weg. Dann muss man hier schon abwiegen und sagen, hey, das ist es nicht im geringsten wert, Risiken auf sich zu nehmen. Also ich weiß, es gibt 1000 Leute, die sich das jetzt anschauen und alle hätten das
natürlich ganz easy gemacht. Schon klar. Aber man muss es natürlich auch immer irgendwo mit den eigenen Ideen und Plänen vereinbaren. Und Bergsteigen ist immer eine Frage zwischen oder eine Risikoabwägung. Wie viel Risiko gehe ich ein, um jetzt hier diese Traverse zu machen? Ich weiß, danach wird es nicht besser, sondern nur schlechter. Es wird also immer, also hinter der Traverse kommen dann nochmal deutlich steilere Rinnen mit den gleichen problematischen Schneesituationen. Warum soll ich mich da jetzt abquälen, dafür, dass ich dann 200 Meter weiter hinten kehrt mache? Ist ja Quatsch, ist ja Blödsinn. Und ich habe so viele Leute im Discord auch, die echt coole Tourenbilder schicken manchmal. Übrigens, falls ihr auch Teil des Discords werden wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, packe ich euch einen Link zu einem Video, oder könnt ihr euch anschauen, wie das geht und was das für einen Sinn hat. Das ist auf jeden Fall eine coole Gruppe. Ich bin halt der Meinung, es gibt zwei Arten von Bergsteiger. Es gibt die Waghalsigen und die Alten. Es gibt aber keine alten Waghalsigen. Und das ist zumindest meine Philosophie. Ich bin ein sehr vorsichtiger Bergsteiger. Und umso mehr ist es natürlich cool, wenn man dann so gewagte Touren umsetzen kann, die teilweise richtig schlechte Bedingungen auch drin haben und so weiter. Das ist natürlich dann geil. Aber, und das ist eine persönliche Präferenz von mir, in der Risikoabwägung würde ich jetzt sagen, ja, wenn die Bedingungen so gut waren, dass ich es auch vertreten kann, das Risiko, dann würde ich das auf jeden Fall auch machen. Aber sobald die Wertigkeit der Natur mit meinen eigenen, also die persönliche Wertigkeit der Natur, mit meiner eigenen Idee nicht mehr übereinstimmt oder mit meiner eigenen Risikobereitschaft, dann ist das natürlich Blödsinn, wenn ich da jetzt raufgehe. Oder wenn ich so coole Touren mache, wie ihr im Karwendel. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt super exponiert, gefährlich, blablablub war, sondern keine Ahnung, ihr habt einfach schöne Bilder geschickt. Fertig. Und wenn ich im Mai auf Expedition am Chulu West Peak bin, dann werde ich definitiv eine andere Bereitschaft zum Risiko haben. Ich habe viel trainiert. Ich habe viel trainiert dafür dann in der Situation. Ich habe viel Geld dafür bezahlt. Ich habe sehr viel Leid auf mich genommen auch. Denn na klar, diese Zustiege und so, das ist sehr leidvoll. Das macht keinen Spaß. Macht auf keinen Fall Spaß. Und wenn ich dann vor so einer Traverse stehen würde, dann muss ich zugeben, dann hätte ich natürlich eine andere Risikobereitschaft. Dann würde ich natürlich sagen, ja komm, das ist überhaupt kein Problem. Das absolut. Aber daran sieht man auch, dass es sich sehr stark um subjektive Einschätzungen handelt. Es ist die gleiche Traverse und ich weiß jetzt aus einer rationalen Betrachtungsweise, dass ich die locker gehen würde, ohne nachzudenken, wenn es jetzt hier um einen richtig coolen Gipfel gehen würde, auf den ich unbedingt rauf will, für den ich viel gearbeitet habe, an dem ich lange gearbeitet habe. Ich würde keine zweimal drüber nachdenken.